Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir nur mit der Hordenseite abschließen können und zwar finden wir den unter Quest unter Battle for Azeroth und das Achievement heißt Gehen wir ein Volpira und hier müssen wir in der Übergangswelt Quest Volpira für einen Tag in Voldum eine Ausgrabungsstätte als Volpira verkleidet abschließen. Hört sich einfach an, ist es auch, ihr müsst aber eine Weile warten, bis die richtige World Quest ab ist. Wir haben hier den Übergriff, den haben wir ja, wenn es normalerweise läuft, einmal so etwa am Tag einen Übergriff, die switchen immer durch. Wir brauchen den Übergriff hier, wenn wir dieses Symbol haben, als Hordler hier einmal in Voldum. Und dann brauchen wir eine bestimmte World Quest, die auch nicht jedes Mal bei dem Übergriff da ist. Ich muss jetzt 3 Wochen warten, bis ich sie gefunden habe. Und zwar ist das Volpira für einen Tag. Wenn ihr das habt, solltet ihr ganz wichtig am Anfang einmal Archäologie haben. Und ihr braucht auch eine Ausgrabungsstätte einmal in hier Voldum, das ist ganz wichtig. Und dann geht ihr hier hin zu der World Quest und quatscht hier sie an. Ich hoffe, das ist weiblich. Ja, genau. Und jetzt müssten wir eine Volpira-Verkleidung haben. Jetzt muss ich mal gucken. Volpira für einen Tag, eure Angriffe und Zauber. Jetzt muss ich mal gucken. Also dieses Volpira für einen Tag ist genau die Verzauberung, die wir brauchen. Und dann solltet ihr eigentlich auch schon wie so ein Volpira irgendwie, naja, das bei meinem Troll hier nicht so wirklich geklappt, ist ja egal, den Buff haben wir drauf. Ihr schaut, dass ihr hier so eine Ausgrabungsstätte von Archäologie euch sucht. Wie gesagt, ihr müsst vorher Archäologie lernen und schon eine Ausgrabungsstätte in Voldum haben, denn sobald ihr das Gebiet verlässt, um eine neue zu finden, ist der Buff weg und ihr kriegt den nicht wieder, ja, wenn ihr die World Quest gemacht habt. Und dann baut ihr die quasi diese Ausgrabungsstätte komplett ab und dann seht ihr den meinen Balken. Ich habe hier schon einige Items rausgelootet. Und wenn ihr das letzte lootet, also die komplett abgebaut habt, dann proc das Achievement, wenn ihr gleichzeitig diesen Buff oben drauf habt. Und ja, mehr ist es nicht. Wichtig ist halt, dass ihr warten müsst, bis der Übergriff in Voldum ist. Dann das Glück habt, dass die richtige World Quest ist. Und dann vorher euch gekümmert habt drum, dass ihr ein Abbaugebiet in Voldum schon habt, weil lasst es blöd laufen, ihr habt 2 in Nazmir, 3 in Suldasa, aber keins in Voldum, holt euch den Buff und merkt dann, ah, kacke, ich muss erst die anderen abbauen, dass ich ein neues krieg, lauf dann raus, dann ist der Buff weg und dann war's das, ja. Deswegen vorher gucken, sonst ist es hier echt kein Stress, ja. Ja, das war's mit dem kleinen Videoguide, ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen helfen. Sollte das der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Euer Tila, bis zum nächsten Mal, ciao.